Wie ihr in der letzten Folge erfahren habt, starb der letzte Mensch im Jahre 10.308.920. Für das Leben auf der Erde ist das aber noch lange nicht das Ende gewesen. Eine ehrgeizige, aber eigentlich recht sympathische Spezies aus intelligenten Kakerlaken fühlte sich in der zunehmenden Hitze der Erde recht wohl und nach wenigen Millionen Jahren bevölkerten sie die Nekropolen der Menschheit. Und noch mehr, ihnen gelang, woran die empfindlichen Menschen scheiterten, die Bevölkerung anderer Planeten. Für die robusten Insekten war das vorübergehende Fehlen von Sauerstoff, die Druckunterschiede, Strahlung und Nahrungsmangel kein so großes Problem wie für uns warmblütige Nacktaffen. Und so trugen die Kakerlakoide, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, oder wie sie sich selber nennen, die Erinnerung an unsere Erde und uns Menschen in die Kälte des Weltalls.